So, willkommen zurück zu einer neuen Folge RimWorld, yeah baby! Wie immer, falls ihr in der Folge vertreten sein wollt, beziehungsweise in dem Projekt, einfach unten in die Videobeschreibung gehen. Dort ist ein Link, der führt euch zu Folge 40, dort einfach unter meinem Kommentar kommentieren und ihr könnt der nächste Kolonist sein, ja? Beziehungsweise wird der nächste Kolonist nach euch benannt. So, wir brauchen doch ein Stromkabel bis dahin. Nein, doch nicht. Nein, sie haben noch nicht das Stromkabel verlegt. Habe ich die Beschränkungen? Habe ich aufgehoben. Okay. Was wollen wir heute machen? Heute machen wir weiter mit dem... Wintergarten, beziehungsweise das Gewächshaus. Ja, so kann man das bezeichnen. So, die ganzen Bäume können die eigentlich hier drin schon fällen. Weil wir wollen hier ja... Stuff machen. Ich sehe das voll schlecht, weil es so dunkel ist in dem Raum. Jetzt geht's mittlerweile. Wie ihr seht, Jalousien auch runter. Es ist, ich habe einfach keinen Bock, dass es... Stimmt, Megumi noch. Die müssen wir noch reparieren. Ja, Jalousien runter, weil... gerade ist einfach der Sonneneinfall viel zu krass. In meinem Zimmer. Das heißt also... Wird heiß werden, deswegen Jalousien runter erstmal und dann später kann man das wieder hochmachen und dann schön durchlüften. Und dann ist das nicht so heiß in mein Zimmer. So. Sonnenlicht kriegen wir eigentlich hier draußen, deswegen hier vorne ist es eigentlich nicht so schlimm, wenn es nicht überdacht ist. Ansonsten passt das. Die Sonneneruption ist natürlich jetzt kacke. Vulkanischer Winter, wir haben noch immer vulkanischer Winter, aber die Pflanzen wachsen zum Glück. Eins, Apollon hat sich erholt. Megumi müssen wir gleich dann mal, wenn sobald der Strom wieder da ist, und der Rechtsarm komplett geheilt ist, werden wir dann mal... Sollen wir ein bionisches Bein nehmen? Ich glaube schon. So, jetzt ist die Zeit gekommen, wir müssen hier... ja, hat sie. Hoffentlich haben sie die Medizin nicht genommen, um sie zu versorgen. Nee, sie war ja verboten. Alles klar. Jetzt, rechtes Bein. Also, implantiere bionisches Bein rechts. Alles klar, das übernimmt Acid. Oder? Ist der beste Arzt. 13? Ja. Alter, Wilfred hat ziemlich abgebaut als Arzt. Muss ich echt sagen. Arnold, da ist unser vierter Arzt. Handelsschiff, sehr schön. Kannst du kurz die Operation erstmal übernehmen? Bitte? Ja, macht er, okay. Mal grad, schnell noch vor der Hochzeit, schnell ein bisschen operieren, weil gerade war ja die Hochzeitsfeier. Ja, bitte nicht das verbrauchen und Megumi nicht töten. Alter, Acid. Super Hero. So, sehr schön. Geh essen, Junge. Hast du dir verdient. Ja, auch wenn du jetzt irgendwie ein bisschen Reis isst. So, da müssen wir auf jeden Fall gleich mal wieder umstellen. Keine Glitzerweltmedizin. Sehr schön, Leute. Ihr könnt euch auch Bier holen. Eigentlich kann ich das jetzt erlauben. Weil die Typen machen das ja, denen ist es ja scheißegal. Ja? Die gehen ja trotzdem rein, wenn sie Bock haben auf Bier. So, passt. Wir haben auch viel zu essen, muss ich sagen. Türen werden gebaut. Wieso die jetzt so rum ist, keine Ahnung. Wird sich hoffentlich drehen gleich. So. Heu. Ja, ein bisschen was. Müssen wir, wie gesagt, darauf aufpassen. Was haben die? Die rennen alle hin. Feier ist zu Ende. Wir essen nichts. Wir stehen hier nur rum und gucken uns gegenseitig an. Und rennen dann alle hin. Alles klar. Megumi ist jetzt super, super schnell. Sorgfältiger Schütze und homosexuell. Ja, homosexuell tut nichts zur Sache. Aber sorgfältiger Schütze ist gut. Weil sie ist jetzt extrem schnell. Ja, 120. Arbeit nicht so gut. Schmerzen leicht. Das ist alles wegen diesem rechten Arm. Aber 120 ist sogar schneller als Igor. Nicht Igor. Der Tomatencreeper. Wieso ist denn ein Tomatencreeper so langsam im Gegensatz dazu? Hat er irgendeine Eigenschaft? Nee. Die Nackenverletzung macht das aus? Macht das was aus beim Laufen? Also ist irgendwie komisch. Vorratskasten. Wir hatten einen Händler. Das müssen wir unbedingt jetzt gleich nochmal machen. Meine Güte.
Sonst zieht er gleich weiter. Wulfried ist ja gerade wach. Und deswegen kontaktiere mal dieses Handelsschiff. Und wie immer, hier jetzt einen Schnitt. Und wir sind wieder zurück. So, ich habe nicht viel verkauft. Tiere habe ich mal gelassen. Ich habe mir alle Bauteile gekauft. Hier so den Stoffhaufen, der wahrscheinlich extrem schlecht ist. Ja, weil 0,02 pro Teil. Ist schlecht auf jeden Fall. Ja, also schlechter Zustand der Stoff. Deswegen werden die Klamotten dann auch schlecht. Deswegen habe ich das verkauft. Und diese ganzen Ledersorten und Stoffsorten oder beziehungsweise Sachen, wo ich wirklich wenig habe und wo ich nichts, wo es einfach nur Lagerplatz wegnimmt, sozusagen fast. Und ein paar Klamotten, die halt entweder übel sind, also richtig schlecht, oder halt nicht mehr so viel Haltbarkeit haben, wie immer. Und das war's eigentlich auch schon. Viel hatten nicht, Uran war wieder nicht dabei. Ich habe keine Ahnung. Ich muss wahrscheinlich wirklich irgendwo hin, wo Uran ist, oder hier ein bisschen rumsuchen. So. Habe ich das Tiergebiet nicht angemacht? Weil, gehen die nicht raus? Ach Leute, aufgrund des habe ich anscheinend wirklich... Ja, ihr könnt wieder raus. Ja, der Raid ist vorbei. Die Leute sind verscheucht worden. Das sollte reichen. Ich meine, hey. Tiere haben genug Platz, können was fressen. Easy. So, ansonsten lagermäßig sieht alles noch super aus. Wir haben verdammt viele Kalksteinblöcke. Obwohl 600, ne? Aber ein bisschen weniger, als ich gedacht habe. Da laufen die... Alter Schwede. Guckt euch das mal an. Sobald es dunkel wird, zieht das doch extrem viel Strom. So müssen wir hier auf jeden Fall jetzt mal ein paar Felder machen. Ich muss mal das anklicken und dann Felder. Also kann ich... Warte, da kann man doch... So, easy. Jetzt müssen wir natürlich auch gucken, was wir da anpflanzen. Sollen wir nur... Also soll ich nur normales... Zeug, ja. Normales Essen anpflanzen oder sollte ich mal so, keine Ahnung, Teufelsgarn, Pilze oder sowas anpflanzen? Das ist halt die Überlegung. Ich glaube, ich mache hier nur Maispflanzen, weil Maispflanzen extrem viel Essen geben. Ich weiß nicht, wie es ist im Winter. Ja, ich mach grad. Sonnenfinsternis, okay. Vorratskapsel schon wieder. Sehr schön. Kamelhaar, Kamelhaardecke. Ja, die mag ich. Eigentlich nicht. Ich bin auf solche Haardecken allergisch. Beziehungsweise sind die ja schlecht für Allergiker, glaube ich. Ja, egal. Aber auf jeden Fall läuft. Ja, es zieht halt extrem viel Strom, obwohl ich fucking 3 Geothermie-Kraftwerke habe. Obwohl, oh, das ist noch nicht angeschlossen. Dass mir das jetzt auffällt. So, das ziehen wir dann über die Wand. Und hier... Was ist denn das? Wieso wird es auf einmal so hell? Wann findest du das vorbei? Alles klar. Verbinden wir hier am besten. Obwohl... Ja, jetzt ist es zu spät. Ich habe gedacht, vielleicht doch dann hier den direktesten Weg. Aber so ist auch in Ordnung. So ist wenigstens nichts... also keine Sachen dort. Kein Lager. Also gucken wir mal, ob dieses Geothermiekraftwerk alleine schon ausreicht. Um meinen Strom wieder hochzutreiben. Ja, die Batterien gehen jetzt wieder hoch. Aber da sieht man mal, was solche 2 Lampen halt ausmachen. Geht es jetzt noch immer hoch? Es geht noch hoch. Alles klar. Obwohl die Sonnenfinsternis ist und ich keinen Solarstrom habe. Das ist gut. Das ist sehr, sehr schön. Und hier drin ist es schöne 22 Grad. Keiner baut zwar was an, aber hey... ja, eigentlich egal. Verbieten. Okay, da sind ein paar Tipps oben. Eigentlich habe ich gar nicht gemacht. Angeguckt. Müsste ich vielleicht mal nebenbei machen. Und ich habe dann auch mal vor, jetzt bald dann eine Karawane zu formieren. Ich will das mal ausprobieren. Ich habe das noch nie gemacht. Also eine Karawane. Behandlung benötigt. Napoleon. Auf dem 10, der steht auf. Oh, alles klar. Oh, jetzt geht er ins Krankenbett, das ist schön. Kann sein Asthma denn nicht irgendwann spontan geheilt werden? Ich meine, es gibt doch Fälle, oder? Vorratskapseln, heute ist echt halt... Oh, sogar mal Stahl. Ich hatte nichts gegen Uran. Das haben sie noch gar nicht abgebaut, das Plastall.
Alter, wie viele Lebenspunkte das hat. Wer ist denn fürs Mining verantwortet? Für den Bergbau, Orozco und Acid. Acid eher weniger. Obwohl, er ist der Einzige, der noch Mining macht. Weißt du was, du machst so viel, deswegen machen wir bei dir Transport und Reinigen auf 3. Ne, mach erstmal den Rest, ja, Feldarbeit, Bergbau, Waldarbeit. Das sind deine Aufgaben, danach kannst du das andere machen. Ganz einfach. Und bei Asset haben wir sowieso nichts, er hat sowieso wenig bei Transport. Schneidern und sowas macht er auch. Und Handwerk aber nur ein wenig, beziehungsweise Medizin müssten wir ihn mal wieder hinschicken, dass er ein bisschen Medizin für uns macht. Wie viel haben wir denn? Wir haben 20 Medizin auch, von den gekauften Medizinsachen natürlich. Das Essen passt auch. Mais wird nicht schlecht. Wir haben eigentlich sehr, sehr viel Essen. Und wir haben sehr, sehr viel Heu, hoffentlich. Hoffentlich reicht das Heu auch. Ansonsten, wie gesagt, ich könnte theoretisch hier noch Heu anbauen. Ja, über den Winter. Es wäre ein bisschen Verschwendung. Aber, naja, es würde gehen. So, ich könnte auch dazwischendurch... wo ist denn das? Diese Anbauzonen... machen. Ich weiß gerade nicht echt nicht, unter welchem Punkt das sein könnte. Produktion vielleicht? Ja, da müsste es sein, oder? Hier solche Hydrokulturbecken. Ah, die passen so schlecht hin. Das ist echt dumm. So, hier könnte ich zwei nebeneinander setzen. Einen Platz in der Mitte und dann könnte ich hier halt eins hinsetzen. Ja, da muss man mal gucken. Wahrscheinlich muss man auch Platz dazwischen lassen und dies und jenes. Weiß ich. Auf jeden Fall brauche ich das jetzt nicht. Also es reicht, wenn es so wächst. Und ich finde es auch dumm, dass die nachts nicht wachsen. Hier, Ruth. Wieso? Du hast den ganzen Scheißtag Sonnenlicht. Eine Pflanze ruht nicht, wenn es genug Sonnenlicht hat. Glaube ich zumindest. Vielleicht liege ich da auch falsch. Der ganze Biologieunterricht ist schon ziemlich lang her. Vielleicht habe ich da was falsch im Kopf. Aber ich glaube, Pflanzen sollten so lang wachsen, wie sie halt Licht kriegen. Weil die wachsen, die richten sich ja nur nach dem Licht sozusagen. Ja, Mais ist ja gut. Also gegen Mais, glaube ich, haben sie nichts. Mais ist so eine Nahrung, die da, das macht denen nichts aus. Doch, rohe Nahrung gegessen. Ich habe gedacht, Mais ist lecker für die. Polion knallt sich wieder ein Bier rein. Natürlich, du alter Schwede. Ich muss es wegen dem verbieten. Kann ich dem nicht sagen, warte mal. Ich verbiete es nicht, das bringt sowieso nichts. Ich muss hier bei den Zuweisungen... Wo ist denn Apollyon? Hey, du kleiner Alki, du... Keine Drogen. Ich verstehe es nicht. Wieso hat es bei Igor geklappt? Igor war ja Goju-süchtig. Und hat aber nichts genommen. Aber Apollyon irgendwie... Was ist denn das für... Abhängigkeiten? Nein, Mann. Das muss ich für jeden machen, oder was? Zum Spaß, für Abhängigkeiten und geplant. Nein, 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 okay, das ist... da drin steht, dass man, wenn er abhängig ist, Drogen nehmen soll. What the fuck, Alter, nein. Nein, auch wenn du abhängig bist, sollst du keine Drogen nehmen. Feuer. What the... Habt ihr das gesehen? Also habt ihr das jetzt wirklich gesehen, wie der da reingelaufen ist? Der ist in die eine Flamme reingelaufen, um die andere zu löschen. Ohne Witz. Ich weiß nicht. Meine Kolonisten sind irgendwie nicht die schlauesten. Zumindest was das Feuer, was das Feuer angeht. Alter Schwede, meine Batterien werden leer gesaugt. Das ist nicht gut. Achso, das ist wegen der Explosion aber auch. Oder? Die hat Strom gezogen. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Achso, natürlich, der hatte kein Bein. Also, ja, er hatte kein Bein. Nö? Ja, gucken wir, wenn er wieder fit ist. Ja, dann kriegst du hier, ne? Eine Boomratte wurde zahm. Das ist auch richtig kacke. Weil die kannst du ja nicht schlachten.
Versuch mal eine Boomratte zu schlachten. Vielleicht behalten wir die Boomratte. Oh, exotische Güter. Da könnte vielleicht, ich hoffe, da ist ein bisschen Uran dabei, ja? Alter, die Händler kommen heute ohne Ende. Ist richtig gut. Und irgendwie hat keiner Bock zu kochen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Wir müssen dir mal eine Waffe geben. Vielleicht kriegst du so ein Sturmgewehr, so ein normales, ne? Ich glaube, du bist ja recht gut mit Waffen. Sturmgewehre sind nicht schlecht. Überlegen, da, hier. Nimm das überlegene Sturmgewehr, meine Güte. Achso, ja, und den Schild kannst du auch ausziehen. Ich habe doch eigentlich auch so viele Köche eingetragen. Und Schulz mal sogar an Stelle Numero Uno, dass er anfängt hier zu kochen. Ich habe so viele Köche und keiner hat Bock zu kochen. Ich wollte ja auch hier noch ein Essbereichchen machen. Ach, du meine Güte. Weil die ja sonst rumheulen, dass es immer zu weit ist. Wilfred, du hast ja gerade nichts zu tun. Wo sind denn unsere Freunde? Die stehen da oben und haben keinen Bock reinzukommen. Alles klar, dann geh mal hier mit den Typis reden. Ne? Können wir eigentlich auch unsere Boomrate verkaufen? Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht lasse ich meine Boomrate und schicke sie so in die Gegner rein, dass sie dort explodiert, aber... Nein. Nein. Und wie immer, ja, hier einen Schnitt. So, da sind wir auch wieder. Ja, Schnitt ist vorbei. So, immer viel zu verkaufen hatten nicht. Ein paar Bauteile. Uran natürlich wieder nicht. Und auch sonst nichts Interessantes. Obwohl, hier habe ich gar nicht geguckt. Bionischer Arm. Den kaufen wir. Shit, den habe ich gar nicht gesehen. Auf jeden Fall. Wir müssen ja noch meinen bionischen Krieger fertig machen. Wir brauchen noch zwei bionische Augen. Ja, noch einen Arm. Und dann haben wir alles. Ich glaube, es gibt nicht mehr bionische Teile. Das ist alles, was es gibt. Ja, müsste sein. Alles klar, nehmen wir an. Also wie gesagt, ansonsten habe ich nicht viel verkauft. Ich habe die Boomratte verkauft. Die Bauteile von denen habe ich gekauft, weil die recht günstig sind. Ansonsten brauche ich aber nichts. Ich habe eigentlich genug. Und sonst ein paar von den toten Leuten habe ich noch die Klamotten verkauft. Das passt alles. Bitte mal, Wilfred. Kannst du nicht ausführen? Wer ist denn? Megumi vielleicht? Ja, der bionische Arm ist besonders wichtig. Und hier haben wir dieses Viech, was ich letztes Mal geholt habe. Ein Kasua. Hier sieht er mal, wie er im Spiel aussieht. Ja? Sieht. Nicht seht. Das ist ein Kasua. Braucht man nicht. Oder zumindest ich nicht. Wachstumsrate 100, hier ist ein schlechter Boden anscheinend. 140, da haben wir, hier haben wir den fruchtbaren Boden noch. Ist klar, das ist auch nochmal fruchtbarer Boden, oh man. Ja, aber so ist am besten. So, bionischer Arm. Wer hat denn einen Arm verloren? Linkes Bein, Holzbein, Arnold, könnten wir noch ein Bein versetzen. Einsetzen. Ein Ohr. Toll vom Hochland, bionisches Bein. Ah, Igor, Ringfinger rechts. Na gut, er hat halt eine einfache Armprothese. Dem könnte ich natürlich einen Arm geben. Einen guten Igor, weil Igor ist nicht schlecht. Da, hier, Jess hat keinen linken Arm. Ja, mal schauen. Irgendjemand wird schon dann hier einen Arm bekommen. Ja, und wird, ne? Igor ist am Kochen. Sehr schön, Igor. Guter Job. So, wie gesagt, saufen. Die können von mir aus das ganze Bier leer saufen, um glücklich zu sein. Aber Apollyon darf das nicht. Ja, ich habe keinen Bock, dass die da das machen. So, die anderen, die auf der Durchreise sind, sind auch durchgerissen. Steht ja. Ansonsten läuft gut. Vier Kolonisten untätig. Es gibt gerade echt nichts zu tun. Ist hier schon alles abgebaut? Nein? Wieso würdest du dann nicht mal dahin gehen? Guter Alter. Wer war denn das? Roscoe war der fürs... Oder? Für den Bergbau zuständig war. Ja, eigentlich schon. Ha, 7 untätige Kolonisten. Wir haben gerade echt wenig zu tun. Eigentlich, ich müsste irgendwas suchen, was die machen könnten. Die Frage ist halt nur, was? Also theoretisch Bergbau. Ich muss auf jeden Fall mal mehr Leute für den Bergbau eintragen. Du Mann, Creeper ist halt so blöd, der hat schon so viel zu tun. Den will ich eigentlich nicht in den Bergbau einspannen. Aber die Frage ist dann, wen sonst?
Und was hat das für Folgen? Brauchen die einfach länger beim Bergbau? Ich glaube, die Bauern einfach brauchen einfach länger beim Bergbau. Deswegen sagen wir, Sven kann das auch mal machen. Und wer hat noch wenig zu tun? Wilfred? Nein, weiß nicht. Nee, Wilfred lieber nicht. Der ist ja auch ein super Arzt. Keine Ahnung. Hier vielleicht. Und, Megumi auch. Oh, das wären unsere Bergbau-Boys und Girls. Ja. Oh, kurz mal strecken, das tut so gut. Oh, ja. So, aber ich sehe auch gerade, die Folge ist schon wieder zu Ende. Deswegen, ja, wie immer, falls die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch ein wenig Liebe da in Form von Kommentaren, Bewertungen und Abos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Schulzmann.